schon was. Zimtkerze 05. Passt. Was ist denn? Wollen wir jetzt den Trick? Wenn wir die jetzt laufen lassen und das ist 1 zu 50, ist nichts da drauf. Nein. Das jetzt übereilt anschmeißen, das ist zu schade. Da ist nur ein Sprit drauf. Also machen wir es jetzt. Hey, jetzt noch nicht. Oh, es stinkt auf jeden Fall schön. Ja, riechst du schon, was Masse ist. Los, du hast es stoßen. Kann ich mich hinten? Du musst jetzt auch was machen. Anton Ottela. Ausrollen in die Richtung. Ja, sehr gut. Ja, und jetzt.
Dann müsst ihr jetzt den Verteiler setzen. Geht hier? Ja. Und jetzt nehme ich schon mal den Lauf. Da vorne hin. Jetzt geht den Lauf dran. Genau. Da musst du gucken. Ja, perfekt. Jetzt nach rechts, genau, perfekt. Jetzt, das Sprungrohr braucht ihr noch? Das Sprungrohr, was da vorne liegt? Zusammendrehen und hinlegen. Das musst du da. Ja. Heute ist es selber. Ja. Hat es die Aufnahme? Hallo! Alles gut? Ja, ist doch aufgedacht. Schüttel doch die ganze Zeit. Mach ich die ganze Zeit. Da ist Dani. Da siehst du, da glüht es. Mama, hier ist laut. Pack drin. Da glüht es, ja. Angenehm. Oder wird der Milo mit dem Papa machen? Guck mal da. Wenn du nur über gut hältst, dann geht das schon. Ja, die erste Reihe nochmal zweieinhalb Schritte vorgehen. Wenn ihr möchtet, dass wir nachher noch ein paar Kisten haben und eine Tuba, lass uns nochmal eine halbe Meter weiter vorgehen. Das ist schon diese coole Frage. Ach so, wir gehen nochmal zwei Schritte zurück. Thank you.
sehr zufrieden. Es waren sehr viele Kinder hier und Familien heute Nachmittag. Die Spiele wurden sehr gut angenommen und das Fest ist wirklich sehr gut besucht bis jetzt. Heute Abend geht es noch weiter. Heute Abend haben wir die Liveband hier, eine Band namens Manda. Wir werden uns noch ein paar Stunden unterhalten. Die Band macht drin noch einen Soundcheck, aber wir kriegen das, denke ich, trotzdem jetzt hin. Erstmal möchte ich mich bedanken bei allen Helfern hier von unserer Feuerwehr. Ohne euch wäre das nicht möglich gewesen. Ich hoffe, auch ihr, die die Spiele mitgemacht hattet, hattet alle ein bisschen Spaß. Und vielleicht hat es bei dem einen oder anderen auch ein bisschen die Interesse geweckt, vielleicht selber irgendwo in der Kinderfeuerwehr, Jugendfeuerwehr oder in der Einsatzabteilung tätig zu werden. Besonders bedanken möchte ich mich bei den Sponsoren der Preise, die wir hier haben, unter anderem die Gemeinde Diemelsee, die Sparkasse und die Waldecker Bank, des Weiteren die Unfallkasse Hessen, die Firma von Roll, aber auch Spenden von Kameraden und Kameradinnen sind hierbei. Dann würden wir einfach schon mal... Ja, genau. Dann würden wir einfach schon mal anfangen. Wir fangen mit den Preisen und der Siegerehrung für die Kinder an. Und da wird die Maria, die mich da wirklich sehr gut unterstützt hat, einmal beginnen. Die Leute, die dann ja, aufgerufen werden, bitte einmal kurz nach vorne kommen. Genau. Ja, wir fangen an mit Platz 15. Den haben belegt Rolf und Edda Hüttemann aus Lengerich. Sind die noch hier? Kann das jemand mitnehmen? Naja, gut. Platz 14, Mathis Steinhardt und Leif Bödefeld. Platz 13 haben Niklas und Miko Höfner aus Heringhausen. Platz 12, Celine und Laura von der Jugendfeuerwehr Mengringhausen. Platz 11, Colin und Kimberly von der Jugendfeuerwehr Mengringhausen. Platz 10, Tim Schäfer und Felix Römer aus Schweinsbühl. Platz 9, Mirko und Lukas aus Beringhausen. Platz 8 haben belegt Tim Kleiser und sein Papa aus Renige. Platz 7 haben der Charlie Schlenke und der Oskar Wilke. So, und ab Platz 6 haben wir auch ein paar Preise. Den Platz 6 haben die Lena und Laura Schlenke aus Beringhausen. Da gibt es einmal einen Drachen von der Sparkasse, einen Regenschirm und noch was Schönes. Platz 5 haben Lenja und Felix Henke aus Beringhausen. Da gibt es auch einen Regenschirm und eine Tüte mit was Tollem drin. Ein Insektenhotel. Platz 4 haben wir Fabian Becker und Hannes Beck aus Adorf. Hier zumal.
Viel zu malen, sagt der Niklas. Platz 3, Elias Weidmann und Benjamin Vogt. Ja, aber genau, wir haben verschiedene. Da ist einmal eine Powerbank drin und Gutscheine für Getränke und Essen. Platz 2, Lea und Iris Schäfer aus Schweizbühl. Sind Sie noch hier? Machen wir gleich. Und dann kommen wir zu Platz 1. Das wäre der Justin Schmidt und Silas Pape aus Beringhausen. Einmal einen tollen Rucksack. Da gibt es einen Rucksack und da sind auch Gutscheine drin für hier zum Verzehr und fürs Besucherbergwerk hier in Adorf. Ja, das waren die Preise für die Kinder. Dann kommen wir jetzt zu den Erwachsenen. Da gibt es 5 Plätze zu vergeben. Kleinen Moment. Herzlichen Glückwunsch. Platz 4 geht an Johanna Schlenke und Arnold Wagner. So, Platz 3, da gibt es dann auch wieder einen Preis, geht an Luis Höfeler und Olli Kestegen. Da gibt es auch einen Verzehrgutschein, Getränke und Essen, ein Regenschirm und noch was Kleines. Platz 2, Ingo Böttger und Maike Hüttemann. Und Platz 1 geht an Sascha Theile und Leon Biele. Die sind, glaube ich, drin an der Theke. Vielleicht kann jemand raus. Aber ich könnte das mitnehmen.